So. Okay. Ich pimmel herum. Ich pimmel herum. Meinst du damit, dass du dich ungefragt entwirrst? Man muss den Raum lesen können, bevor man das tut. Nein, Larry, das tust du nicht. Wie immer irrst du ziellos rum und steckst alles ein, was nicht angebunden ist. Stimmt. Das ist meine Spezialität. Das andere kann ich ja trotzdem machen. Irgendwann wirst du lernen müssen, wie... Wie? Alles okay mit dir? Denke schon. Okay, also, da leuchtet wieder was. Was habe ich im Inventar? Den einen und den anderen Schlüssel, okay. Das bekomme ich nicht einfach so wieder seetüchtig. Okay. Das bekomme ich nicht einfach so wieder seetüchtig. Kann es wissen? Immerhin hat es mich hierher gebracht, ohne dass ich ertrunken bin. Nein. Peace Grab? Nein, das buddle ich nicht wieder aus. Ich brauche kein Zombie-Phone. Zombie-Phone? Ruhe in Frieden, P. Was? Nicht du. Faith's P. Ach so. Okay, also, da ist eigentlich alles... Na, ich muss hier nach oben gehen, oder? Ah, da liegt eine Unterwäsche. Das ist doch... Ha! Das ist eindeutig Faiths Unterwäsche. Habe ich dran geschnuppert. Sie war hier. Ich bin auf der richtigen Spur. Aber das könnte auch ein Teil vom Segel sein. Ah, er macht's wirklich. Die ist frisch getragen. Das kann ich riechen. Ich wünschte, das könnte ich anzweifeln. Okay. Aber wo ist sie hingegangen? So, da ist nichts, oder? Stein? Ich glaube, den könnte ich nicht wegrollen. Ein Prachtexemplar von einem Stein. Dann. Pi, denkst du, was ich denke? Dass du nicht Pitfall Harry bist? Nein, Pitfall aber Harry? Pitfall Larry. Ah, okay. Komm, schwing dich drüber, Larry. Instacrap. Oh! Gut. Eine stehende Stele. Da ist ein G auf der Stele. Ein großes G. Da ist ein Abgrund. Da ist der Ausgang. Das sieht... undurchdringlich aus. Okay, was na komm, hat dich jemals ein dichter Busch abgehalten? Was für ein Spiel hast du gefunden? Hey, wer von uns macht hier nochmal die dreckigen Witze? Gleichberechtigung, Larry. So weit kommt es noch. Also, dann stürze ich mich in den Dschungel. Es wird ja dort keine Schlangen geben. Nein, die wurden alle von den Spinnen gefressen. Spinnen? Vor dir haben die genauso viel Angst wie du vor denen. Aber die haben mehr Beine und Augen. Okay, es hilft schon. Scheiß mal lernen. Ziemlich düster hier. Igitt, ich habe irgendwas Schleimiges angefasst. Du sollst jetzt nicht in deiner Hose rumfummeln. Sehr witzig. Worauf bin ich denn jetzt getreten? Keine Angst. Wenn es ein aggressives Tier wäre, hätte es dir schon den Fuß abgebissen. Ich kann nichts mehr erkennen. Der Dschungel ist so dicht. Was war das? Ich werde hier sterben! Dieser Dschungel ist mein Tod! Mein Tod. Begrabt mich an der Biegung des Flusses, sagt man den ungeborenen Kindern. Das ist ein... Oh. So ein Zufall. Ein ich wollte dich jetzt gerade darauf hinweisen, dass hier ein Hotel ist und du nicht sterben musst. Seit wann weißt du, dass es das hier gibt? Ach, nur seit wir auf der Insel angekommen sind. Kannst du Informationen über das Hotel aufrufen? Das heutige Kalawa Resort und Spa Hotel wurde 1982 als Breschnew-Oase eröffnet. Es galt als beliebter Urlaubsort für hochrangige Militärs der Sowjetunion und ihrer Familien. Gerüchte über eine geheime KGB-Basis auf der Insel sind nur üble Propaganda des kapitalistischen Westens. Das steht also im Internet über das Hotel? Ja. Dann wird es sicher korrekt sein. Ich sollte in das Hotel gehen. In einem Spa laufen doch sicher heiße Bräute rum. Du suchst Faith, Larry. Die ist auch eine heiße Braut. Ja. 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 Okay, also. Da ist ein Pimmelbrunnen.
Die reiße ich nicht ab. Da steht, wirf ein Geldstück rein und wünsch dir was. Also. Mit der Hand komme ich nicht bis auf den Grund des Brunnens. Okay, und ich habe ein leeres Inventar. Okay, somit. Da oben ist ein Golfplatz. Gehen wir zur Mülltonne. Wie unerwartet. Da ist Müll drin. Mhm. Das ist ein Aluhut. Kann man immer brauchen. Aluhüte kann man immer brauchen, ist richtig. Da ist nichts mehr drin, was ich brauchen könnte. Okay. Da haben wir eine Palme. Nein. Am Ende kippt sie noch um. Hübsche Palme. Da hinten? Abgeschlossen. Vielleicht kann ich es mit meinem einen Schlüssel. Besser nicht. Besser nicht? Okay. Hinhüpfen kann ich nicht. Schade. Mhm. Dann. Wo ist. Ah, okay, es macht er automatisch. Hallo! 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 Geht's dir gut? Warum soll's mir nicht gut gehen? Mir geht's bestens! Warum grinst du so? Ich grinse doch gar nicht. Doch. Tust du? Nein. Okay, du grinst nicht. Sag ich doch. Du hast da auch so weißes Zeug in deinem Schnurrbart. Das ist Mehl. Ich habe vorhin Brötchen gebacken. Ich liebe frische Brötchen. Ich bin Larry. Larry Leffer. Hallo Larry, ich bin Kip. Du bist hier der Page? Mehr als das. Soll ich dir Muntermacher verschaffen? Du meinst... Klosteine mit Zitrusgeruch. Hefte mit nackten Frauen drin? Oh, hast du vielleicht Exemplare von diesem russischen Heft? Es soll da eins geben. Hab den Namen vergessen. Nein, sagt mir nichts. Aber eigentlich meinte ich... Ganz was anderes. Ach, vergiss es. Du bist nicht der Typ für sowas. Okay. Was ist das für ein Hotel? Was ist das hier für ein Hotel? Das hier war einmal der beliebteste Urlaubsort der reichsten Leute aus der Sowjetunion. Sie sind alle hergeflogen und haben sich hier vergnügt. Hier gab es alles, was sie wollten. Luxus pur. Das ist aber nun einige Zeit her. Was ist dann passiert? In den 90ern wollte so ein ekliger Immobilienhai aus den USA alles kaufen und auf den neuesten Stand bringen. Er hat massig Firmen hier arbeiten lassen. Aber nie deren Rechnungen bezahlt und alles ist geplatzt. Dann wollte er daraus ein Casino machen. Stattdessen hat eine Geschäftsfrau hier aus der Gegend gleich die ganze Insel gekauft und sich zur Gouverneurin ausgerufen. Sie versucht seit ein paar Jahren, das Hotel wieder zu einem angesagten Ort zu machen. Aber unter uns gesagt, sicher die Faith. Ohne Erfolg. Wie heißt sie und wie kann ich sie finden? Bobby Marley. Sie ist meistens in ihrem Büro oben. Mit dem Lift kannst du zu ihr hochfahren. Naja, ein kommunistisches Land hat immer genug Reiche. Ah ja, ist die Faith hier. Hast du hier eine hübsche Blondine namens Faith gesehen? Wir hatten eine hübsche Blondine vor ein paar Wochen hier im Hotel, aber ich weiß nicht, wie sie hieß, denn das wusste sie selbst nicht mehr. Das könnte Faith sein. Ja, das ist sie Faith. Noch hier? Hab sie länger nicht gesehen. Die Chefin weiß vielleicht noch was. Verdammt. Naja, weißt du, ich immer, muss rausfinden, wo sie irgendwo irgendjemand unterdrückt wird und arbeiten muss, muss ja irgendjemand was verdienen. Ich glaube, ich habe mein Floß in dem Sturm verloren. Du bist mit einem Floß hergekommen? Ja, aus Cancun. Verflucht, das ist ziemlich weit weg. Ich bin halt ein echter Seebär. Ein echter Seebär. Okay, das reicht mir erstmal. Okay, ich sollte also wirklich. Mit dieser Bobby Marley reden. Vielleicht weiß sie, wo Faith sich jetzt aufhält. Wo ist denn nun der Lift? Gehen wir zuerst einmal zu Bobby. Ich sollte also mit dieser Bobby Marley reden. Vielleicht weiß sie, wo Faith sich jetzt aufhält. Genau. Wo ist denn nun der Lift? Ja, da raus. Vielleicht weiß sie, wo Faith sich jetzt aufhält. Okay. Wo ist denn nun... Dann ist der Lift... Ah, da ist der Lift. Okay. Katsching. Ja. Ah, Bobbys Büro. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Zentrale bitte melden. Jan Mai hier. Ja? Jan Mai. Wo sind Sie, Jan Mai? Das Signal von Faiths P-Phone ist in einen Sturm geraten und wurde zu einem Archipel gewirbelt. Dann ist das Signal abgebrochen. Haben Sie Faith gefunden? Nein, sie ist nicht hier. Aber bei dem Signal ist ein Mann aufgetaucht. Ein Mann? Er scheint sich Faiths P-Phone geschnappt zu haben. Vielleicht weiß er, was mit Faith geschehen ist. Behalten Sie ihn genau im Auge. Wenn ich meine primierten Verhörmethoden anwende, kommen wir schneller zu Ergebnissen. Ich muss nur aufpassen, nicht gleich den Schenkelquetscher einzusetzen. Dieser Typ mit dem weißen Anzug sieht aus, als würde er dann in der Mitte durchbrechen. Noch nicht. Aber wenn es nötig wird... Bestätigt. Haben Sie schon mal eines Ihrer Verhöropfer mit Sahne eingerieben und diese dann von mongolischen Kühen abschlecken lassen? Mongolischen Kühen? Nein. Wäre das nicht was? Ich ziehe es in Erwägung, von sobald ich eine mongolische Kühe? Kuh auftreibe. Jan Mai, Ende. Jan Mai. Wobei das gar keine schlechte Idee ist. Ja, aber von einer mongolischen Kuh, weißt du, hä? Ja, was gibt's? Hallo, ich... Bist du der neue Pianist? Ein Glück, ich kann das Geklimpere von Luis nicht mehr ertragen. Ich... Oder bist du der neue Kellner? Am Outfit müssen wir dann noch was verbessern. Ich... Moment, ist das ein Hochzeitsanzug? Alter, du bist ein verhungerter Vogel. Willst du heiraten? Ich... Also, was zum Teufel willst du eigentlich? Mein Name ist Larry. Mein Name ist Larry. Larry Laffer. Und ich bin Bobby Marley, Gouverneurin Bobby von Kalawa Marley. Und Inhaberin dieses Hotels. Ich bin hier mit meinem Floß gestrandet. Nach dem Sturm haben wir einen Haufen Dreck und Schrott am Strand gefunden. Wir mussten diese Stelle evakuieren und einige Gäste haben Ausschlagbeladen im Meer bekommen. Du bist also dafür verantwortlich? Sicher. Und da daneben liegen Drogen. Und da liegt Wodka. Und da ist ein Dildo. Kondome, Dildo, tote Tiere. Hat der Schrotthaufen ungefähr Floßform? Du gibst es also zu? Naja, ich habe in dem Wirbelsturm ein klein wenig die Kontrolle über die Steuerung verloren. Dann muss ich dich Kraft meines Amtes verurteilen. Was? Du hast mutwillig das Gewässer von Kalawa verschmutzt. Der Müll, den du hergebracht hast, wurde schon eingezogen und wird dem Recycling zugeführt. Außerdem wird ein Bußgeld in Höhe von $10,000 fällig. Solange du diesen Betrag nicht bezahlen kannst, darfst du die Insel nicht verlassen. Wo kann ich mich beschweren? Bei mir. Ich beschwere mich. Ist vermerkt. Die verarscht dich, Larry. Die verarscht dich. So, ich hoffe... Ich suche nach einer Frau namens Faith. Dass sie bis zwei das Spiel durch hat. Groß und blond? Steht total auf mich? Zumindest beim ersten Teil fällt mir jemand ein. Sie ist auch nach einem Sturm angeschwemmt worden. Ich habe sie hier in ein Zimmer einquartiert. Sie tat mir leid. Aber sie ist dann spurlos verschwunden. Ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Oh, verdammt! Aber Faith war hier! Sie muss Spuren auf dieser Insel hinterlassen haben. Spuren. Okay, dann suchen wir mal. Ich bin also auf der Insel gefangen. Okay. Ich bin also auf der Insel gefangen, soll ein Bußgeld bezahlen und mein Floß wurde als Geisel genommen? Wenn du es so zusammenfassen willst. Das sind Skandale, Freiheitsberaubung. Ich rufe die UNO. Anders abbezahlen. Vielleicht kann ich das Bußgeld auch anders abbezahlen. Wir haben schon genug Tellerwäsche. Dann mache ich mich mal auf den Weg und versuche, das Geld aufzutreiben. Einen Augenblick noch. Was? Wo du schon hier bist. Gerade habe ich echt viel Stress. Und ich hatte schon lange keinen Herrenbesuch mehr, wenn du verstehst, was ich meine. Ich verstehe natürlich, was du meinst. Ja? Ich soll für dich einen Baum fällen, wie echte Männer das tun. Okay, wird hier eher eine Palme sein, aber das dürfte genauso funktionieren. Okay, du scheinst jemand zu sein, mit dem man direkt sein muss. Meine Lenden sind bereit, deine Lanze in einem heißen Akt zu empfangen. Willst du dich mit mir vereinen zu wildem, animalischem Sex? Oh ja. Ja? Ich hoffe, du enttäuschst mich nicht, Larry Laffer. Das hoffe ich auch. Moment,
Hier stimmt doch was nicht. Was denn? Normalerweise wollen Frauen doch immer, dass ich irgendwas für sie erledige, bevor sie Sex mit mir haben wollen. Soll ich dir vielleicht zuerst irgendwas zu essen holen oder so? Oder muss ich irgendwas reparieren? Muss ich vielleicht erst einen Brief von dir ans andere Ende der Welt bringen, bevor du dich nackig machst? Jetzt hör endlich auf zu reden. Dum, dum, dum. Aber es ist so eine alte Schachtel. Und dann hängt er da behaarte Arsch in der Luft. Sie schaut nicht sehr begeistert aus. Baby, das war... Süffig im Abgang. Wenn du meinst, du warst in Ordnung. Komm in ein paar Stunden wieder, dann machen wir weiter. Schon wieder? Kannst du etwa nicht? Ich kann immer. Dann ist es ja gut. Ich schätze mal, meine Schulden bei dir sind jetzt abbezahlt. Hast du mir vielleicht beim Sex das Geld zugesteckt? Offensichtlich nicht. Aber ich meine, ich habe dich doch glücklich gemacht. Zählt das nicht? Du kannst jetzt gehen. Komm mit dem Geld wieder und denk daran, dass du die Insel nicht verlassen darfst. Ich weiß nicht, wie ich mich jetzt fühlen soll. Denk bitte vor der Tür darüber nach. Ah, oh, die ist voll fies. Schmeißt ihn einfach so raus. Ach, komm, Larry. Zentrale. Ja? Haben Sie etwas über den Mann herausgefunden? Er hat die Gouverneurin der Insel aufgesucht. Durch die Tür konnte ich hören, dass er nach Faith gefragt hat. Sehr gut. Jedenfalls, wo ist Faith jetzt? Das weiß die Gouverneurin offenbar auch nicht. Ich werde mich an die Fersen dieses Larry heften. Und wenn er sie findet, schlage ich zu. Aber was hat es mit diesem Larry auf sich? Warum sucht er Faith? Das werde ich noch herausfinden. Weil er ein Sexbesessener Teufel ist. Aber eins steht fest. Er scheint einen unwiderstehlichen Charme und exzellente Verführungskünste zu besitzen. Die Gouverneurin hat er mit wenigen Worten rumbekommen. Er könnte ein Geheimagent sein. Einer der Besten. Faszinierend. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ohne Faith werden wir diesen Algorithmus nie finden. Jan Mai, Ende. Moment. Ja? Moment. Haben Sie schon mal ein Geständnis erreicht, indem Sie die Fußsohlen eines Gefangenen mit einer Kakapu-Feder gekitzelt haben? Ich kann mich nicht erinnern, das schon einmal getan zu haben. Erinnern Sie mich daran, dass ich Ihnen einen Kakapu schicke. Bissige, kleine Drecksviecher. Ich freue mich darauf. Okay, Kakapu. Larry, sag mal, warum lässt du dich von der einfach so anspringen? Naja, ich meine, ich wollte nur nett sein. Wolltest du nicht eigentlich Faith suchen? Sag mal, bist du eifersüchtig? Überhaupt nicht. Dann geht's ja. Übrigens, das Kuga-Update ist gerade abgeschlossen worden. Kuga-Update. Es stehen dir jetzt alle Apps wie gewohnt zur Verfügung. Neue Funktion? Du kannst nun jederzeit mit mir reden. Starte dazu einfach die neu installierte P-App. Schön, du kannst dich also nicht mehr taub stellen, wenn ich mit dir reden will. Sieht ganz so aus. Aber wer will denn sowas, bitte?